Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben da draußen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Crusader Kings 2, dem Reich von Jerusalem. Unsere wundervolle Tremere-Kampagne geht weiter und wir sind immer noch in der Herrschaft von König Wolf, dem Schwert des Herrn von Jerusalem. König Loop-Di-Loop. Wie mir gesagt wurde, heißt Loop tatsächlich Wolf auf Französisch, das heißt, der Typ heißt Wolf. Und ich finde es sehr schade, dass er bereits einen Spitznamen hat. Und ansonsten würde ich mir alle Mühe geben, ihm den Spitznamen der Wolf oder sowas zu geben. König Wolf, der Wolf, wäre schon wunderschön. Egal. Er ist jedenfalls immer noch unser glorreicher Herrscher. Und beim letzten Mal haben wir uns erfolgreich gegen den Dschihad der Fatimiden zur Wehr gesetzt. Und aus Gram ist der Hakam tatsächlich auch gestorben, wenn ich das hier richtig sehe. Yep. Anfang des Jahres ist er gestorben und sein Sohn, Kalif Nasir, hat die Macht übernommen, ist Kalif der Fatimiden geworden. Und er ist auch bei 60 Dekadenz, genau wie sein Vater. denn die Fatimiden haben natürlich durch den verlorenen Dschihad einiges an Dekadenz bekommen. Hier sehen wir doch mal ganz kurz. Also, wir haben eine... Womit müssen sie sich denn gerade so herumschlagen? Die kaketische Invasion von Arabien. Okay, Kaketi, der Typ mit 3000 Truppen, denkt aus irgendeinem Grund, dass er in der Lage dazu sein könnte oder hätte sein können, die Fatimiden zu besiegen. Die Fatimiden gewinnen diesen Krieg allerdings gerade. Das heißt, ihre Truppen dürften gerade hier im Süden gebündelt sein. Okay, deswegen haben sie auch so viele Truppen, weil sie sich 5000 Söldner angeworben haben. Der zweite Krieg. Al-Akafischer Anspruch auf Ägypten. Okay. Das Scheich, du ein einfacher Scheich, okay. Nicht mal das Sultanat hier im Süden. Nein, es ist nur der Scheich, der den Anspruch durchsetzen möchte. Okay, cool. Und ein Bauernaufstand. Wow. Ich habe tatsächlich damit gerechnet, dass eine Dekadenzrevolte kommt, aber eventuell müssen wir den feinen Herrn dann doch noch ein bisschen weiter schwächen. Und ich möchte die Fatimiden jetzt angreifen. Ich möchte diese Bresche nutzen, die wir geschlagen haben und direkt hindurchstürmen. Die Frage ist, holen wir uns das Herzogtum von Arabia, das größer ist, und die große Wüstenstadt Petra zumindest einbringen würde, oder holen wir uns die Sinai-Halbinsel, was uns das Tor nach Ägypten aufschlägt. Und ich denke, Sinai sollte wesentlich, die Halbinsel Sinai sollte wesentlich ein wesentlich interessanteres Ziel für uns sein, denn wie gesagt, dann haben wir Ägypten vor der Nase. Wir können uns Alexandria holen, Damietta, Kairo. Wir können uns diese ganzen reichen Gebiete unter den Nagel reißen. Ja, ich denke, das machen wir. Kalif Nasir, du wirst etwas nicht so Wichtiges verlieren, nur die Sinai-Halbinsel, aber damit stoßen wir das Tor auf für viel, viel mehr noch da kommende Abenteuer. So, wir heben den Johanniterorden aus, wie sich das gehört. Das sind ja auch unsere Vasallen. Kosten uns keinen Unterhalt. Unsere Vasallentruppen. Unsere eigenen Truppen. Und dann schicken wir diese Kontingente auf die Sinai-Halbinsel. Ach ja, und jetzt wollen wir natürlich unsere Ambitionen, können wir jetzt natürlich leider nicht mehr verwirklichen, den Reichswohlstand zu garantieren. Aber vielleicht, ich meine, Loop ist gerade mal 37, er könnte noch mit Zeit überleben. Vielleicht werden wir noch ein großes Bauwerk errichten. Das kann ja sein. Wir können zum Beispiel einen großen Garten hier bauen, damit ich unsterblich werden kann. Oder eine große Kathedrale. Ich glaube, das würde eher passen. Ich meine, wir sind ein Kreuzritterkönig. Also entweder bauen wir eine große Kathedrale oder eine große Festung. Große Festung können wir nicht bauen, weil wir Jerusalem noch nicht ausgebaut haben. Okay, aber die große Kathedrale wäre möglich. Und ich glaube,
Ja, aber das kostet uns alles, was wir an Geld haben. Und das möchte ich jetzt erstmal noch nicht ausgeben. Es kann sehr gut sein, dass... Alter. Wieso sind wir denn verbündet? Ich will nicht mit dir verbündet sein. Du bist ein Arschloch. Und der will schon wieder, dass ich in seinem blöden... Der will in zwei Kriegen jetzt auch noch, dass ich mitmache. Ey, du bist ja wohl deppert. Nee. Soll ich in seinem scheiß reichsrömischen Krieg da mitmachen? Und dann will er noch, dass ich in seinem blöden bretonischen Krieg mitmache. Ey, weißt du, kann ich nicht die Freundschaft mit dir beenden? Was soll denn der Mist? Kannst du mich hier nicht die ganze Zeit in Kriege reinrufen? Mann, 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 Mann. Frechheit. Wirklich eine Frechheit, ey. Aber mir, im Dschihad wollte er mir nicht helfen, ne? Aber jedes Mal, wenn ich mich hier im Kampf und im Krieg befinde gegen die Falschgläubigen, dann kommt er auf einmal angekrochen. Ich mache mir schon seit einiger Zeit Sorgen um den Fortschritt oder eher den fehlenden Fortschritt von Hofkaplan Centul. Nun wurde meinen schlimmsten Befürchtungen Realität. Weil Centul so nachlässig war, ist ein Unfall geschehen und eine große Menge an Ressourcen und Unterlagen wurden zerstört. Ach, unersichtiger Esel, warum nur habe ich die Suche anvertraut? Die Suche nach dem angeblichen Artefakt hat einen herben Rückschlag erlitten. Leute, das geht so nicht. Centul kann hier nicht länger dieses Artefakt suchen. Wir sollten unseren Marschall damit beauftragen. Ja, du bekommst nun die Aufgabe, nach dem Artefakt zu suchen. Ich bete zu Gott, dass du damit mehr Erfolg haben wirst. Ich glaube nicht, weil deine Eigenschaften echt nicht gut sind. Ich habe einfach den mit den höchsten Fertigkeiten genommen. Ich weiß nicht, was da was auswirkt tatsächlich. Schauen wir mal, wie erfolgreich oder unerfolgreich seine Reise sein wird. Oh Gott, es gibt nur eine einzige Liegenschaft in den ganzen Gebieten hier. Wow, die Sinai-Halbinsel ist ja wirklich... Mensch, du! Das wird ja... Das garantiert uns ja voll unseren Reichtum hier. Mensch, das wird unsere Truppen bestimmt halbieren oder sowas. Einfach, weil es nichts wert ist. Egal. Marschall Mattei hat mich soeben darüber informiert, dass die Jagd nach dem angeblichen Artefakt nur noch langsam voranschreitet. Er hat zwar ein paar wertvolle und vielversprechende Hinweise, aber um diesen nachzugehen, muss die Suche im entlegenen, unwirtlichen Gebieten fortgesetzt werden. Mattei behauptet, er bräuchte mehr Soldaten für solche Unterfangen. Okay, dann geben wir ihm diese Ressourcen, auch wenn das unsere Lehnstruppe natürlich herabsenkt. Das ist nicht so schön. Naja. Wie sieht es eigentlich aus mit den Fatimiden? Okay, einen Krieg haben sie beendet, den Bauernaufstand haben sie ebenfalls beendet. Mal, sehe ich das richtig, dass ihr eine neue Baronie bekommen habt? Die Beth Ghibelline, die hatten sie doch errichtet, oder nicht? Warte mal, was besitzt du denn? Du besitzt Beth Ghibelline und... Okay, die kannte ich noch nicht, die hier drin, drüben. Da hat ihn scheinbar das Königreich Sizilien, hat scheinbar dem Johanniterorden eine Burg geschenkt. Sehr schön, das freut mich. Dass unser Johanniterorden dann doch noch Burgen geschenkt bekommt. Das bedeutet theoretisch, wir könnten überall in der gesamten bekannten Welt Invasionen starten. Ausgehend von diesen Brückenköpfen. Aber ich glaube, es ist schon ausreichend, wenn wir hier in Jerusalem bleiben. Und uns erstmal darauf konzentrieren, nicht unterzugehen. Sultan Hafiz von... Okay. Ja, die Sulahiden haben sich jetzt auch dem Krieg hier angeschlossen. Es sind noch weitere 4000 Mannen auf der Seite der Fatimiden. Ah, das liegt... Okay, die haben, konnten sich anschließen, weil die Fatimiden ihren Krieg mit dem Emir da beendet haben. Würde ich sagen. Vorher konnten sich die scheinbar nicht anschließen. Da kommen 1800 Mann an. Okay, lassen wir sie mal sich locken und dann gehen wir hier rüber, wie wir alles schon erstürmt haben, weil die Sinai-Halbinsel einfach nichts wert ist. Oh Gott. Das ist so traurig, aber dafür. Schaut euch an, was uns hier noch alles erwartet. Ach ja, darauf freue ich mich schon sehr. Alles ist besser als dies. Also ich meine, ne, meine zahlreichen Zuschauer von der Sinai-Halbinsel, nimm's mir bitte nicht persönlich, ne? Ich,
Okay, sehr schön, dass die Beziehung zum byzantinischen Kaiser verbessert. Und oh, der Tag scheint einfach nicht voranzuschreiten und ihr könnt kaum die Augen offen halten. Ihr scheint völlig antriebslos zu sein. Same. Robert ist sich aufgrund langjähriger medizinischer Erfahrung absolut sicher, dass ihr euch im Anfangsstadium der Gicht befindet. Och nein. Er gibt euch Anweisungen und besteht darauf, dass ihr sie befolgt. Nun gut. Ja, wunderbar. Jetzt kriegen wir die Gicht mit 37. Die Krankheit aus eurem Körper zu saugen, setzte Robert Blutegel an euren gesamten Körper. Ach, ich bin froh, Robert angestellt zu haben. Plus 2 Gesundheit. Das ist lustig, denn das erhöht unsere Gesundheit tatsächlich über die Erschöpfung hinaus. Cool. Sehr cool. Problem ist, dass wir gerade mal noch nicht mal 50% Kriegsfortschritt haben. Und das Kriegsziel bereits zu 100% belagern konnten. Würde mich interessieren, führst du deine Truppen persönlich an? Ja, jetzt haben wir auch noch Fieber da. Okay, sie sind in der Nähe. Ich glaube, wir sollten ein Söldnerregiment hier runter schaffen. Ich glaube, die Kompanie von St. Georg hat uns letztes Mal schon ganz gut geholfen. Die haben ja gar nicht angeheuert. Die Kompanie des Sterns hat uns bei der Eroberung Jerusalems, glaube ich, geholfen. Kostet auch gar nicht mal so viel. Weniger als die hier. Du weißt auch, weniger Leute sind. Aber ich glaube, die viele Reiterei und die Spießträger könnten nicht unpraktisch sein. Wir heuern doch mal diese Kavallerie- und Antikavallerie-Armee an und schauen mal, ob sie uns vielleicht hilft gegen die Truppen der Fatimiden. Klein Gargamel entwickelt eine Vorliebe für Sturköpfigkeit. Könnten ihm Stolz einbringen oder wird stur. Stur erhöht Verwaltung, senkt die Diplomatie und erhöht seine Kampffertigkeit. Das ist okay. Kann er meinetwegen werden. Er ist stur geworden. Ich mach mal ganz kurz das Fenster zu. Das Autobrummen da draußen ist doch ein bisschen viel. So, da bin ich wieder. Hoffentlich denke ich später daran, das hier alles rauszuschneiden. rufen wir dann mal unseren Hoparzt, damit er unsere Krankheit behandeln kann. Ja, er sagt immer noch, dass wir im Anfangsstadium der Gicht sind. Aber, okay, Fußbad gegen Fieber erhöht jetzt nicht so sehr unseren Zustand. Wo befindet sich denn der Kalif derzeit? Okay, er hat sich hier rüber teleportiert. Keine Ahnung, was der vorhat. Seine Taktiken geben mir ein Rätsel auf. Und unsere Tochter Eglantine von Jerusalem. Ja. Einfache Kriegskunst, weil sie da nicht so gut drin ist. Und da haben wir sie. Die Gicht. Geschwollene und schmerzende Gelenke sowie Fieber und Erschöpfung. Persönliche Kampffertigkeit minus 20. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist traurig. Heute Morgen wachte ich auf und erkannte, dass ich nichts mehr für meine Geliebte nach Hall empfinde. Schade. Aber ja, red dir nur ein, dass du das warst, der seine Gefühle beendet hat und nicht sie, weil du langsam echt ein alter Sack wirst mit 38. Er ist schon 38. Gott, dass man so alt werden kann, wusste ich selbst nicht. Euer Hofarzt Robert ist zur Visite gekommen und bietet euch eine Behandlung gegen eure Krankheit an. Er erklärt, dass er euch unterschiedliche Behandlungsmethoden anbieten kann. Ja, solange ihr wisst, was er tut. Robert wies euch an, euch zu entkleiden und dann mit erhobenem Hinterteil niederzuknien. Als ob dies nicht schon unangenehm genug gewesen wäre, trieb euch der Anblick des Instruments, das er in den Händen hielt, beinahe in die Flucht. Robert schien eure Sorgen zu bemerken, denn tatsächlich tätschelte er beruhigend eure Schulter und bat euch zu entkrampfen. Oh Gott. Ah, ich fühle mich tatsächlich besser, wie es scheint. Wow. Was für Behandlungsmethoden. Egal, wir haben einen Kalifen in der Schlacht zu stellen. Oh, hat er sich wegteleportiert, der feige Sack. Ich glaub's ja nicht. Einfach so. Sehr schön. So, da haben wir seine Truppen besiegt. Verfolgen wir sie mal und stellen die anderen Unterstützungstruppen hier in weiteren Schlachten. Also wir teilen uns jetzt nicht zu sehr auf, aber die 16.000 auf einem Haufen haben dann auch tatsächlich für ein bisschen zu viel Verschleiß gesorgt. Trotz der monatlichen Geldsummen, die ich für die Suche nach dem Artefakt beiseite gelegt habe, behauptet Marcel Mattei, ihm würden die nötigen Mittel fehlen. Er hat mich gebeten, ihm eine zusätzliche Summe zur Verfügung zu stellen.
Okay, ich verstehe, Masche. Ihr sollt euer Geld haben. Bedeutsame Fortschritte erzielt bei der Suche. 94 Gulden, die kann ich auch. Die kann ich gerade so noch entbehren. Entscheide dich mal, wo du hinrennen möchtest. So, wir verfolgen mal den Kalifen. Oh, einer meiner Spione hat mir verstörende Neuigkeiten zugetragen. Offenbar hat Marschall Mattei das Geld, das zusätzliche Geld, das ich ihm gegeben habe, in die eigene Tasche gesteckt. Ah, ich werde mich gnädig erweisen, aber die doppelte Anstrengung fordern. Mhm. So, und dann stellen wir... Hör doch mal auf, dich wegzuteleportieren, wenn ich dich in der Schlacht stellen möchte, du feige Sau. So, was machst du, wenn ich deine beiden Armeen in der Schlacht stelle? Gleichzeitig? Oh Gott, nein, besser nicht. Scheibenkleister. Da haben sie mich verarscht. Oh, oh. Ja, Mohaiche, der Apostel, ist zu einem Heiligen ernannt worden. Das lese ich jetzt nicht schon wieder vor. Ist dann doch ein bisschen immer wieder das Gleiche. Okay, wir haben den Krieg, den Sieg erzielt, bevor die Truppen ankommen konnten. Wir sollten vielleicht ein paar gute Befehlshaber hierhin positionieren. Und ja, ich zähle mich selbst zu einem dieser guten Befehlshaber. Es ist eine Wüste, warte mal. Ich nehme mich mal raus und dann schmeißen wir unseren Wüstenkämpfer hier rein. Ah, das könnte von Vorteil sein. Die Tempelritter! Eine kleine Gruppe wohlhabender Ritter hat eine neue christliche Militärorden gegründet. Die arme Ritterschaft Christi und des salmonischen Tempels zu Jerusalem, oder kurz Tempelritter, haben geschworen, die durch das Heilige Land reisenden Pilger zu beschützen. Die katholische Kirche steht hinter dem Orden und gestattet gottesfürchtigen katholischen Herrschern, sie um Unterstützung zu bitten. Gegen katholische Glaubensbrüder aber ziehen sie nicht zu Felde. Non nobis domine! So, aber sie sind scheinbar... Wir können sie scheinbar doch... Wir können sie vasallisieren. Ah, wir können nur einen Heiligen Orden gleichzeitig als Vasallen haben. Das ist natürlich traurig. Ja, bleiben wir erstmal bei den Johannitern. Geschichte zeigt mir, dass die Tempelritter vielleicht nicht ganz eine solide Investition sind. So, wie sieht es eigentlich in der Schlacht hier aus? Ich hoffe mal, dass unsere Spießträger uns ganz gut unterstützen gegen die massive feindliche Kavallerie. Und auf jeden Fall gewinnen wir diese Schlacht hier. Herausragend! Valiach Aram von Al-Joffa wurde in der Schlacht gefangen genommen. Und wir haben die 100% Kriegsfortschritt. Wunderbar! Wir erlangen 100 Pietät, 50 Prestige, moralische Autorität. Der ischitische Glaube verliert eben dies. Leider keine weitere Dekadenz. Schade, schade, schade. Ah, okay, aber er hat Dekadenz gewonnen, zurückgeschmissen wegen Schlachten. Na gut. Okay, ich glaube, der Kampfgeist in den Domänentruppen, minus 25%, hat schon sehr geholfen, diese Schlachten gerade zu gewinnen. Gut, lösen wir unsere Söldner doch mal auf und führen unsere Truppen dann zurück. So, komm, ab, weg. Sehr schön. So, dann lösen wir die mal auf. Oh boy, okay. Jetzt müssen wir uns ein bisschen ausruhen. Wir haben quasi gerade gar keine Truppen mehr. Aber Jerusalem hat sich enorm erweitern können. Immerhin etwas. Wen haben wir denn an unserem Hof, dem wir dieses Herzogtum verleihen wollen? Clotaire, ein weiterer unserer, zwei Jahre alt, dem können wir nichts geben. Das ist schwierig. Du hier, Beroy de Hauteville, ein Normanne. Du siehst auch ganz gut aus. Du bist einer unserer Befehlshaber und als solcher hast du dich bereits in den Schlachten bewiesen, und Leute, die sich in Schlachten beweisen, die kriegen immer Sachen von uns. Ich sehe gerade die Nachfolgewarnung da oben und sie gefällt mir gar nicht. So. An wen werde ich dich denn verlieren? Warte. Den Hofkaplan von Tarent? Was ist das denn für ein Schwachsinn? Wieso sollte ich dich an den Hofkaplan von Tarent verlieren? Der ergibt doch gar keinen Sinn, der hat gar keinen Titel. Dann kommt er halt zu mir. Dann kann er woanders Hofkaplan sein. Also wirklich. Gebe ich ihm das Herzogtum? Kostet mich Gold, bringt mir aber Prestige ein. Komm hier.
Nimm das Herzogtum von Sinai. Du hast es dir verdient, mein Großer. Kann ich eigentlich mittlerweile mal... Nee. Nee, Bruder Herzen. Nee. Scheinbar nicht. Gut, dann warten wir ab. Ein neuer Vogel ist eingetroffen und ein neues Buch über die Kunst der Poesie ist in der Bibliothek. Ich glaube, mit der Gicht können wir uns nicht mehr ganz so sehr bewegen, aber wir sind immer noch muskulös. Ah, ist die Frage. Und wir sind stolz. Ja, wir gehen nicht, wir lassen uns jetzt nicht wegen dieser Gicht unterkriegen. Wir sind stolz und muskulös. Wir bleiben im Training. Wir gehen mit dem Vogel jagen. Meine Gattin Königin Frida fühlt sich in letzter Zeit nicht wie ihr altes Ich. Mir ist aufgefallen, dass sie an Gewicht verloren hat und unter Anfällen schwerer Müdigkeit leidet. Die Ursache scheint ein Tumor zu sein, der an ihrer Lebenskraft zehrt. Oh Götter. Oh Götter, sie hat Krebs. Na wunderbar. Scheibenkleister, lass sofort meinen Hofarzt kommen. Nach einer ausgezeichneten Behandlung durch Robert geht es Frida schon viel besser. Dafür sollte er doch gepriesen werden. Ja, wir entlohnen ihn für seine angemessene Arbeit. Burg La Veve. Die Tempelritter haben die Grafschaft Tiberias als neues Besitztum etabliert. Die Siedlungserlaubnis wurde ihnen von der edlen Gräfin Johanna von Jaffa gewährt. Ihre mächtige Burg wird wiederhin unter dem Namen La Veve bekannt sein. Die Ungläubigen sollen erzittern. Fürwahr. Aber wo? Wo sind sie jetzt? Ich dachte, die bekommen hier, aber scheinbar nicht. Wo ist La Veve? La Veve. Ich sehe es, da ist La Veve. Maronie La Veve. Sehr cool. Unter Kasimir. Aber die haben irgendwie ihren Hauptsitz, haben sie hier im HRR. Da solltet ihr mal verlegen, Leute. Das gehabt sich nicht so ganz. Oh boy. Oh Gott, was geht bei den Schuken denn gerade ab? Tyrannei-Revolte. Hätte ich Truppen, würde ich damit mich mit reinstürzen. Aber leider habe ich keine Truppen. Gut. Der neue Vogel ist aggressiver als der, an den ich mich gewöhnt habe. Er bringt viele Kaninchen zur Strecke, will sie aber nicht hergeben. Er griff mich sogar an, als ich ihm einen abnehmen wollte. Ja, ich könnte jetzt sagen, zu dichten ist am sichersten. Damit werde ich es versuchen, aber nee. Ich glaube, das deprimiert uns schon. Dass wir mit 39 Jahren in unserem Körper mit Gicht geplagt sind. Und durch unsere Hallen schlurfen. Wir werden depressiv. Schon traurig. Aber dafür konnten wir Pamyra zum richtigen Glauben konvertieren. Der katholische Glaube verbreitet sich im Heiligen Land, wie es sich gehört. Sehr schön. Kampf um Kampf, Belagerung um Belagerung. Mein Freund muss sehr kampfesmüde sein. Vielleicht kann ich meinem Freund in irgendeiner Weise helfen. Ich will dem Typen nicht helfen. Meine Truppen, nein. Ich helfe ihm nicht mit meinen Truppen. Ich könnte ihm etwas Geld geben. Ja, wir geben ihm etwas Geld. Und wir haben eine Tochter. König Lup, da, Frieda, da. Oh Gott. Wie? Was? Bourgogne de Boulogne? Perfekt. Ja, komm. Mein Leibarzt Robert sorgt sich um meinen neugeborenen Sprössling Bourgogne von Boulogne. Hat wirklich eine vergleichsweise schwache Konstitution. Robert meinte, dass sie möglicherweise nicht einmal ein Jahr alt wird. Ihr müsst versuchen, Bourgogne de Boulogne zu retten. BDB. Mein teurer Freund ist... Nein, Moment. Mein teurer Freund, es schmerzt mich, euch bitten zu müssen, meinen Krieg beizutreten. Ich muss gestehen, dass der Krieg nicht so voranschreitet, wie ich es gehofft habe. Und ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir eure Hilfe, eure Truppen und eure Belagerungswaffen leihen würdet. König Lup zur Rettung! Wie lange geht dieser Krieg eigentlich noch? 5000 Mann. Der hat gerade mal 9000 Mann und ich habe gerade mal 6000 Mann. Ich meine, zusammen könnten wir den platt machen, aber ich habe keinen Bock auf deinen blöden Krieg. Wir schicken dir nochmal 60 Dukaten, weil du scheinbar unseren vorherigen Brief einfach ignoriert hast. Ich wäre damit zufrieden, die Kirche alle paar Sonntage zu besuchen. Aber wenn ich nicht erscheine, schied mich der Priester an und sagt, ich solle meinen Untertanen mit gutem Beispiel vorangehen. Er wird noch alles ruinieren, okay? Was auch immer es war, es hat offenbar gewirkt. Bourgogne de Boulogne geht es schon viel besser. Nun wirkt sie genau wie die anderen Kinder ihres Alters. Cool.
Das Event gerade war merkwürdig. Ich glaube, das lag halt an meinem Zynismus. Aber was heißt das? Warum kriege ich Prestige, wenn uns unser Priester darauf hinweist, dass wir nicht so oft zum Gottesdienst gehen? Wo ist da der Zusammenhang? Ich habe Kunde vom Marschall Matthei erhalten, dass er bei der Suche nach dem Artefakt stetige Fortschritte macht. Matthei glaubt, dass er kurz vor dem Ziel steht und bald in der Lage sein wird, mir das alte Relikt persönlich überreichen zu können. Ausgezeichnet! Die militärische Lehrzeit von Klein Gargamel ist abgeschlossen und das mit ausgezeichneten Resultaten. Das freut mich. Gargamel ist ein fähiger Taktiker geworden. Unser Sohn. Er schlägt ganz nach seinem... Er schlägt etwas nach seinem Vater. Das ist das Gegenteil von dem, was ich wollte. Danke, Spiel. Gott, dümmlich paranoid und stur. Das wird noch ein toller Herrscher. Gut, Gargamel ist jetzt also erwachsen, volljährig. Und natürlich sehnt er sich danach, sich beweisen zu können. Wir könnten ihm eine unserer Baronien hier in der Grafschaft von Jerusalem verleihen. Allerdings, wir könnten ihm einfach die hier geben. Die ist die wertloseste von allen. Allerdings glaube ich, dass er doch lieber fernab von seinem Vater, oder zumindest nicht direkt mit seinem Vater an demselben Ort aufwachsen möchte. Und dementsprechend, nicht aufwachsen, aber dass er halt nicht die ganze Zeit quasi direkt bei seinem Vater hocken möchte, der halt in Jerusalem 2 Meter weiter hockt, sondern er möchte schon ein bisschen Unabhängigkeit gewinnen und deswegen verleihen wir ihm die Baronie von Caesarea. Gott, ich habe eine tote Familie. Du, mein Sohn, bekommst die Baronie von Caesarea verliehen, auf dass du es lernen mögest, zu verwalten. So, was haben wir denn eigentlich ansonsten noch? Wir könnten tatsächlich Erbschaftsgesetze erlassen. Wir könnten zum Beispiel die Wahlmonarchie einführen, damit wir die Leute auf den Thron bringen, die wir eher wollen unter unseren Leuten. Aber ich glaube, die Primogenitur belassen wir erstmal. Die Investitur ist päpstlich, die Titelvererbung ist eigentlich verboten, hat ja gut geklappt. Zentralisierung ist Mittelmaß. Status der Frau, warum sollten wir Frauen anerkennen? Ich bitte euch. Nein, ich denke, wir erlauben es, Titel abzuerkennen. Das wird mal Zeit. Das wird uns einiges erleichtern, würde ich sagen. Okay. Dann warten wir. Wir machen endlich wieder Geld. Wunderbar. Ah, und mein Lehnsherr, mit Freude melde ich dadurch den Erfolg meiner Missionen darum. Der Großteil der Bevölkerung ist nun zum katholischen Glauben übergetreten. Wunderbar. Und wir können endlich das Herzogtum von Ascalon übernehmen. Ich danke dir, Bruder Herz. und du bist eine okzitanische Dame. Das heißt, du bekommst dieses Herzogtum. Viel Spaß damit. So, damit haben wir leider einen Befehlshaber verloren, wie mir scheint. Dann ernennen wir einfach den nächsten. Und, genau, ich wollte gerade den Hofkaplan in eine neue Provinz schicken. Und zwar nach Montreal. Moment, das Gegenpapsttum von Papst Nikolaus ist beendet. Warte, sag mir nicht, dass Frankreich den Krieg gewonnen hat. Es scheint so. Es scheint, dass Frankreich es irgendwie geschafft hat, den Krieg gegen das Heilige Römische Reich zu gewinnen. Wie auch immer. Oder das Gegenpapsttum ist auf andere Weise geendet, ich weiß es nicht. Okay, ich wollte gerade hier oben Krieg erklären, aber da ist mir das alles so durcheinander und so viele Kriege, die sie untereinander führen. Das ist wesentlich mehr Aufwand für viel zu wenig garantierten Gewinn, den ich da betreiben würde. Ich konzentriere mich mal darauf, hier eher die Position gegen die Fatimiden zu sichern. Dann können wir später noch gegen die Seldschuken vorgehen. Jetzt erstmal müssen sich unsere Aufgebote erholen. Das Schicksal ist mir wohlgesonnen. Meine Gattin Frieda ist schwanger. Ausgezeichnet. Und du hast es geschafft, dass meinem vom Glauben abgewichener... Okay. Die Dame hier hast du. Die Gattin eines unserer Barone. Ah, eines Barons des Johanniterordens, wie mir scheint. Hast du zum katholischen Glauben konvertieren können. Das freut mich sehr. Es ist erstaunlich, dass der Johanniterorden
doch tatsächlich Leute zulässt, die Falschgläubige ehelichen. Also wirklich. An König Lub, ihr und euer Haus mögen gesegnet. Nee, Moment. Was ist ein griechischer Dialekt? Akzent? Ich habe keine Ahnung, was ein griechischer Akzent wäre. Ha. Huh. Das ist Sparta, das ist Sparta, das ist Sparta, das ist Sparta. Das ist Sparta, 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 das ist Sparta. Dein Erbe soll mit meiner Tochter verheiratet werden. Ich weiß ja nicht, allerdings wäre es auch gleichzeitig eigentlich nicht so schlecht, wenn sich Byzanz und Jerusalem annäherten. Dann hätten wir nämlich etwas Unterstützung eventuell in unserem nächsten Dschihad, der gegen uns ausgerufen wird. Ich akzeptiere dies, auf dass unsere beiden Reiche fortan in Frieden und Einklang existieren werden, bis ich feststelle, dass ich Gebiete von dir benötige für das Achievement. Dann bist du im Arsch. Ein kleiner Speerwurfwettbewerb könnte sowohl Spaß machen als auch Kampftraining für euch dienen. Vielleicht solltet ihr einen solchen Wettbewerb in eurem Hof ausrichten. Ja, mein Wurf wird alle verblüffen und wir machen einen kleinen Wettbewerb mit unseren treuesten Vasallen. Nachdem Dutzende Speere durch die Luft gesegelt sind, geht nur eine einzige Person als klarer Sieger hervor. Niemand hat weiter geworfen als ihr. Was für ein glorreicher Tag. Wunderbar. Wir haben es doch noch drauf. Ah! Gewalt scheint eure Probleme zu lösen. Das Leben scheint einfacher, wenn man etwas zerstören kann. Schön. Wir sind zornig geworden. Erlangen Kriegskunst, verlieren allerdings ein paar andere Sachen. Herzog Oswin wendet sich an euch. Mein Lehns. Ich wüsste jetzt auch nicht, was ein angelsächsischer Dialekt Akzent sein soll. Ist es ein englischer Akzent? Ist es ein sächsischer Akzent? Ist es ein nordischer Akzent? Ich weiß es nicht. Mein Lehnsherr. Nein, das ist ein amerikanischer Akzent. Kann ich einen deutschen, englischen Akzent machen? Ich habe noch nicht genügend Engländer Deutsch reden hören. Verdammt, ich muss aufhören. Ich muss sächsisch. Herzog Oswin wendet sich an euch. Mein Lehnsherr, ich habe eine fantastische Idee für ein Denkmal. Etwas, mit dem ihr eure kulturelle Stellung verbessert und euer Volk daran erinnert, was für ein großer Herrscher ihr seid. Ich benötige dafür etwas Geld, Gold und eure Geduld. Die Fertigstellung des Denkmals dauert etwa ein Jahr an. So sei es, ich lasse mich überraschen und gebe dir viel zu viel Geld aus meiner viel zu geringen Kriegskasse. Ich muss mir die Gebäude in Jerusalem ansehen und herausfinden, wie sie zu verstärken sind und wie es erschwert werden kann, sie zu erobern, wenn das Land belagert würde. Die Gebäude haben mich in keiner Weise inspiriert, aber ich habe einen Freund, der hervorragend in solchen Dingen ist. Okay. Worauf warte ich? Auf eine Belagerung? Frag einfach. Okay, wir fragen unseren Freund in Frankreich, was er meint, wie wir unsere belagerungsfesteren Gebäude erstellen können oder so. Keine Ahnung. Bei seiner Rückkehr hat Herzog Matthäi mir ein Kästchen mitgebracht, in dem sich ein paar eiserne Handschellen und Ketten befinden. Mit ihnen, so behauptet er, hielt man den heiligen Petrus einst im Kerker des Herodes gefangen. Für das Finden des Artefakts bezahle ich ihn schließlich. Ich werde dafür sorgen, dass er angemessen belohnt wird. Er hat sich mit dem Geld aus dem Staub gemacht. Das ist ja eine Frechheit, dass der... dafür bezahle ich dich schließlich. Ich habe dich dafür richtig bezahlt. Also, komm mal klar, mein Freund. Hast dein Leben, dass du noch lebst, dass du diesen Titel noch halten darfst, das hast du meiner Gnade zu verdienen. Also verlang mal kein Geld. Sehr schön, Matthäi. Das hast du gut gemacht. Und nun? Husch, du hast Arbeit zu erledigen. Wir haben die Handschellen des heiligen Petrus in unserem Besitz gebracht. Schauen wir doch mal in unsere Schatzkammer hinein. Heilige Vorhaut, okay. Ketten des heiligen Petrus. Die Ketten, die man dem heiligen Petrus im Kerker von Herodes angelegt hatte, bis er freikam und ein Engel ihn in die Freiheit führte. Monatliches Prestige und Bildung plus 2. Schön. Schön.
die Vorhaut von Jesus Christus, die am 8. Tage nach seiner Geburt entfernt und in einem Kästchen aus Alabaster aufbewahrt wurde. Nach der Himmelfahrt Jesu ist sie der einzige Teil seines Körpers, der auf Erden verblieben ist. Schön. Fruchtbarkeit geht rauf, Prestige und Gesundheit, das freut mich sehr. Ja, cool. Hier gibt es nichts, was Sie mit dem Gebäude tun können, außer es einzureißen und das verwertbare Material zu nutzen, neue Äußere mit besserer Befestigung zu errichten. So stelle ich mir das vor. Mit König Alderics Ideen und dem Material, das wir bergen konnten, würden die neuen Gebäude die alten wahrlich übertreffen. Erlangt 1 Verwaltung und Innovation eines Freundes, Baukosten minus 20, Bauzeitmodifikator minus 20. Das ist schön, aber eigentlich habe ich gesagt, ich will über 1000 bleiben, ne? Na komm. Wir müssen die Burg ein bisschen besser ausbauen. Und wir haben Montreal konvertiert. Wunderbar. Dann ab mit dir nach Tiberias. Wir machen ja mittlerweile zum Glück echt einiges an Geld. Neuigkeiten aus China. Kaiser Zhao Zhengzhong, der chinesische Sohn des Himmels, ist gestorben und wurde von Zhao Xunzhong ersetzt. Wie sein Vorgänger glaubt auch der neue Kaiser ein China, das offen ist. Er hatte offenbar ein besonderes Interesse an Eunuchen, missbilligt aber lateinisch-iberische Kulturen. Wie gewohnt, ja, wie gewohnt. Diese lateinisch-iberischen Kulturen, wer kann die schon ausstehen? König Lup, das Schwert des Herrn und Königin Frieda von Jerusalem haben eine Tochter mit dem Namen Julian und auch sie ist kein Genie geworden. Wofür bezahle ich dich eigentlich, Frau? Ihr stampft schon den ganzen Tag mit einem verbissenen Gesicht durch die Gegend. Plötzlich erkennt ihr, weshalb ihr schon den ganzen Tag übellaunig wart. Ihr könnt es einfach nicht mehr ertragen, von Faulpelzen umgeben zu sein. Ich werde ihrer Faulheit ein Ende setzen, wenn ich da bin. Okay, wir könnten unserer Tochter die Faulheit austreiben. Sie könnte uns allerdings weniger leiden und wir könnten gestresst werden. Oder es gibt nur noch höhere Wahrscheinlichkeit, dass wir gestresst werden. Okay, gucken wir mal. Ah, nee, sie ist gestresst geworden. Ja, das ist mir egal. Moment. Ich schaue gerade auf die Zeit und stelle fest, ich sollte Schluss machen, bevor ich hier eine Stunde noch rumsitze und immer noch weitermache. Also, meine Lieben. ich würde mal sagen, das war's erstmal für heute. Ihr habt jetzt keinen krassen Cliffhanger oder sowas. Und, die Chinesen haben einen weißen Frieden schließen müssen. Mit dem Gyalpo. Das ist erstaunlich. Wow. Ja, das war's erstmal. Nächstes Mal werden wir schauen. Vielleicht greifen uns die Fatimiden ein weiteres Mal an. Sie scheinen sich ja irgendwie trotz ihrer 59 Dekadenz noch gut halten zu können. Und führen jetzt sogar Angriffe auf andere Reiche aus. Das dürfte sehr interessant werden. Und hier in unserem Nordosten gibt es immer noch viel hin und her gewurschtel. Aber vielleicht können wir die Ukaliden mal nächstes Mal vernichten, wenn wir uns dann Mudar krallen. Klingt gut. Okay, meine Lieben, dann hoffe ich, dass euch diese Folge soweit gefallen hat. Wir werden nächstes Mal einfach ein bisschen uns weiter ausweiten. Die hier erkämpfen und dann vielleicht auch noch gegen die Anasiden kämpfen. Mal schauen, wie das Ganze dann laufen wird. Bis dahin, macht's auf jeden Fall gut. Habt noch einen wunderschönen Tag. Tüdelü und ciao, ciao.